Grüße und herzlich willkommen, meine lieben Mitsammler bei Busy Bee from Germany. Heute geht es um das Thema Reroute zu einer Sur, einer extravaganten rothaarigen Sur, der wir neue Haare verpassen, weil wie ihr sehen könnt, sind die Haare zum Teil hier geschnitten worden und ich möchte sie einfach wieder herstellen, also dass sie wieder schön ist. Das heißt aber nicht nur, dass sie neue Haare bekommt, sie wird diesen Ton hier bekommen, den ich da schon hingelegt habe, sondern sie bekommt auch ihre Originalfrisur wieder. Also die typische Zwölffrisur, die diese hier auch hat, die aber noch ein paar Tage in der Sonne liegen muss, damit die grünen Ohren mal verschwinden. Und wenn wir das gemacht haben, dann bekommt sie auch noch ein kleines Repaint, weil ihr seht ja um die Augen, ist das Ganze nicht mehr so toll. Deswegen werden wir da noch ein kleines bisschen an den Augenlidern arbeiten. Okay, aber als nächstes werde ich erstmal die alten Haare entfernen und euch den Kopf dann nochmal kurz. Fertig vorbereitete Kopf und den werde ich jetzt einfach rerooten. So wie ihr das sonst auch schon bei mir gesehen habt. Also nichts Aufwendiges, so wie immer. Soweit bin ich jetzt ungefähr in 1,5 Stunden gekommen, also nicht besonders weit, aber ich habe erstmal einen guten Start gehabt und mache dann einfach morgen weiter. Ich habe ein bisschen weiter gemacht mit meinem Reroute. Ich habe die Frontpartie zum Teil schon eingezogen. Wie ihr sehen könnt, die sind nicht ganz so lang an der Seite, die brauche ich nachher für den Zopf selber. Und das wird nachher am Ende das, was da so rüber geht. Da habe ich aber noch 1,5 Reihen übrig, die ich auch noch einziehen werde. Und ja, dann sehe ich euch wieder. Ich bin gerade mit der zweiten Reihe vom Pony fertig geworden. Als nächstes werde ich die Frisur hier öffnen von meiner anderen Zwirl, um zu gucken, wie lang diese Partie hier sein muss für die Frisur. Und dann bin ich zurück und sag euch Bescheid, wie es funktioniert. Meine lieben Mitsammler, ich habe jetzt hier oben die Reihe fertig geroutet. Wir haben jetzt ungefähr 50%, die ganze Front ist fertig.
Als nächstes kommt hier die Seite und natürlich der Hinterteil. Das ist das nächste, was ich mache. Und dann bin ich in einer Sekunde zurück mit weiterem Fortschritt. Ich, liebe Mitsammler, ich habe hier jetzt soweit unsere extravagante Rothaarige fertig gemacht. Sie hat jetzt auch an der Seite Haare. Ich hoffe, man kann es gut sehen. Also diesen Teil habe ich hier runtergerotet. Es fehlt noch der Hinterkopf selbst. Ich denke mal, da werde ich noch so 1,5 Stunden dran sitzen, bis ich den fertig habe. Und ja, damit werde ich morgen weitermachen. Dann ich will jetzt noch an einem anderen Projekt arbeiten. Meine lieben Mitsammler, hier seht ihr das letzte kleine Stückchen, was da noch fehlt für unseren Reroute. Alles andere habe ich mittlerweile fertig. Und dann mache ich weiter mit der eigentlichen Frisur. Dann bekommt sie ihre Originalfrisur zurück. Aber bis dahin werde ich noch so ungefähr 30 Minuten brauchen. And we are ready. Wir sind fertig. Reroute ist fertig. Okay. Der nächste Schritt ist jetzt erstmal die Haare zu bändigen und die Frisur, die originale Zwölffrisur wiederherzustellen. Und das werde ich morgen früh machen, denn ich muss jetzt gleich zur Arbeit. Meine lieben Mitsammler, ich werde jetzt hier diese Strähne abteilen vom Rest von diesem Kopf hier, von unserem extravaganten rothaarigen Kopf. Die habe ich schon abgeteilt und den Rest werde ich hier hinten in einem ordentlichen Ponytail zusammen machen, so dass ich hier nachher mit dem arbeiten kann und mit dem hier. Und das mache ich jetzt an ihr. Dafür muss ich jetzt hier vorne die Strähnen noch rausnehmen, die ich brauche, um das zu duplizieren. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Nicht zu viel weg. Meine lieben Mitsammler, ich habe noch 2 Strähnen eingezogen. Sie ist in der Zwischenzeit getrocknet, meine extravagante rothaarige hier. Aber ich war noch nicht ganz zufrieden mit dem Ergebnis, deshalb werde ich das auch gleich nochmal wiederholen, weil im Gegensatz zu meiner anderen Zwirl, wo die Haare wirklich schön glatt anliegen, stehen die hier irgendwie noch meilenweit ab, was mir so gar nicht gefallen tut. Deshalb werde ich das vielleicht nochmal wiederholen und gucken, dass ich ihre Haare viel, viel glatter an den Kopf kriege.
Mal gucken, wie ich das mache. Ich habe schon eine Idee und dann erkläre ich euch, wie ich es gemacht habe. Meine lieben Mitsammler, ich bin noch nicht ganz zufrieden mit dem Ergebnis von meiner extravaganten Rothaarigen, was ich gestern bekommen habe. Deshalb werde ich gleich einen neuen Versuch starten und für diesen neuen Versuch werde ich Haarspray benutzen, um die Haare wirklich glatt an den Kopf zu bekommen. Ihr seht ja immer noch, es gibt einen riesen Unterschied zwischen der Blonden und der Rothaarigen von den Haaren her. Also ich werde es jetzt weiter probieren, die Haare glatt zu kriegen. Irgendwie schaffe ich das.